Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo, in dem ihr etwas über mein neues Mikrofon und über ein paar allgemeine andere Infos, die den Kanal betreffen. Jo, also fangen wir jetzt an mit dem Mikrofon. Und zwar ist mein altes Mikrofon, dieses Schrottteil, das ist kaputt gegangen. Und deshalb habe ich mir gedacht, leiste ich mir dieses Mal doch mal was Gescheites, ne? Habe ich mir umgeguckt. Na, habe ich dann dieses Aunamic 900B USB Kondensator Mikrofon gefunden. Und ich muss sagen, ich bin wirklich mega begeistert davon, denn es ist wirklich richtig gute Qualität, es ist kein bisschen Rauschen mehr vorhanden und es kostet gerade mal 65 Euro. Und dafür, dass es ein so gutes Mikrofon ist, ist das schon wirklich sehr billig. Und wenn ihr ein billiges, gutes Mikrofon sucht, empfehle ich euch auf jeden Fall dieses Aunamic 900B. Ich werde euch den Link auch nochmal unten in die Videobeschreibung packen. Außerdem habe ich dann noch so einen Ständer da dazu gekauft. Da kann ich euch auch nochmal den Link zu in die Beschreibung packen. Einen Popschutz habe ich jetzt nicht, denn ich habe gedacht, also ich denke mir halt, dass es auch ohne geht. Und ja, ihr hört mich gerade unbearbeitet. Ich werde an der Audio überhaupt nichts bearbeiten, außer natürlich das Zuschneiden, falls ich mich irgendwann versprochen habe oder so, muss ich das rausschneiden natürlich, aber ich meine jetzt von der Lautstärke oder vom Rausch entfernen, das mache ich überhaupt nichts. Deshalb hört ihr mich gerade genau so, wie ihr euch auch hören würdet, wenn ihr jetzt reden würdet, sozusagen. Ich muss zwar dazu sagen, ich habe von Natur aus eine recht leise Stimme und muss auch gerade etwas leiser reden, aus bestimmten Gründen. Aber trotzdem ist es wirklich mega gut. Ja, zu den Informationen, die den Kanal betreffen, kann ich nur sagen, dass wir wahrscheinlich in nächster Zeit unseren Upload-Plan nicht einhalten können. Denn ich schreibe in 3 Wochen meine Abschlussprüfung von der Realschule und ich denke, da muss ich doch tatsächlich mal ein bisschen was dafür tun, auch wenn ich eigentlich jemand bin, der nicht so viel lernen muss und bla und bla. Aber ich denke, dass ich es deshalb nicht schaffen werde, mit dem David aufzunehmen viel. Und wie gesagt, der David, der kann ja nichts hochladen wegen dem wundervollen YouTube, ja, wisst ihr ja schon. Und das war es eigentlich schon, was ich euch sagen wollte. Wie gesagt, ein super Mikrofon. Ja, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal, ne? Ciao, Leute!